Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Ausgabe Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld im Rahmen von Transparenz TV. In der letzten Sendung haben wir bereits über den Konflikt Türkei-Kurdistan gesprochen. Mein Gast ist auch heute noch einmal Memo Şahin. Im ersten Teil unseres Interviews in der letzten Woche ging es um die Geschichte der Türkei und Kurdistans von der osmanischen Zeit bis heute. Und es ging ganz schwerpunktmäßig um die Rolle der Türkei in Syrien, in Rojava, Westen. Heute wollen wir uns stärker konzentrieren auf die Frage Türkei, Kurdistan innerhalb der Türkei, welche Kräfte es dort gibt. Ich freue mich, dass du bereit bist, auch heute wieder uns im Gespräch, unseren Zuschauerinnen und mir, Frage und Antwort zu stehen. Ich danke dir auch. Ich rufe auf mal die erste Folie, Nummer 19. Ich habe dieses Bild vor 3 Jahren aufgenommen im Parlament in Ankara. Es zeigt den großen Versammlungsraum der Parlamentarier. Wir haben im Moment in der Türkei 4 Parteien, die von Bedeutung sind. Das ist die AKP, die CHP, MHP und die HDP. Fangen wir mal bei der AKP, der Partei des Fortschrittes, an von Präsident Erdogan. Und welche Positionen diese 4 Hauptparteien in der Türkei zum kurdisch-türkischen Parlament einnehmen? Ja, kurz, wenn ich dann AKP bezeichnen darf, das ist ein Ableger der Muslimbrüder. Das kennt sich auch, wenn man auch seit 5 Jahren seine Begrüßungszeichen sieht. Der macht so und das ist dann das Zeichen von Muslimbrüder. Das waren im Ägypten so und auch sonst. Für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, 1928 hat ein Gewerbeschullehrer, Herr Banat, eigentlich ja, die Muslimbrüder gegründet als fortschrittliche Partei. Und von vielen ist allerdings heute der Eindruck, dass von dieser Fortschrittlichkeit nicht mehr viel übrig geblieben ist. Genauso auch von der AKP. AKP, als sie dann gegründet wurde und auch die ersten Regierungsjahre bis 2007, waren offen, auch fortschrittlich. Die haben das Land umgewandelt, sowohl bei der demokratischen Öffnung an die Hereingehensweise an die Europäische Union als auch wirtschaftlich. Aber nachdem Erdogan sich fest im Sattel saß, dann hat er sozusagen angefangen, eine Kehrtwende zu machen und dann seine wahren Absichten auf die Tagesordnung zu setzen. Jetzt kann man, wenn man dann sagen darf, dann ist AKP eine türkisch-islamische Organisation, eine Partei, die nicht nur die Oberhand innerhalb der Türkei haben möchte, sondern auch seine Herrschaftsgebiete außerhalb der jetzigen Grenzen der Türkei ausbauen möchte. Der sagt zum Beispiel offen, in der letzten Sendung haben wir dann über die Aufteilung Kurdistans gesprochen. Der möchte zum Beispiel auch diese Gebiete, die damals unter britischer und französischer Herrschaft waren, die jetzige Syrien und Irak, die möchte auch an die Türkei binden und so seine Herrschaftsgebiete ausweiten. Das ist die Zielsetzung. Dann haben wir eine CHP, Republikanische Volkspartei. Das ist die Gründungspartei und Partei von Atatürk, Vater der Türken. Und die sind säkulär eingestellt, deklarieren sich als sozialdemokratisch, aber vom Sozialen ist das sehr wenig und vom Demokratischsein ist das auch sehr wenig zu spüren, weil sie zum Beispiel diesen Krieg von Erdogan, die jetzt in Syrien stattfindet, unterstützt haben im Parlament, weil sie zum Beispiel auch den Weg der Verhaftung der kurdischen Parlamentarier, Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdağ und Absetzung der kurdischen Bürgermeister den Weg für Erdogan geöffnet haben, unterstützt haben. Deswegen gibt es eine Nähe zu der Regierung, wenn dann um die Belange von der Türkei geht. Dann haben wir noch eine Partei, MHP, Nationalistische Bewegungspartei. Das ist eine faschistische Partei, das muss man offen sagen. Und die setzt nur auf das Türkentum und auf den Islam. In diesen Zusammenpunkten haben sie Nähe zur AKP gefunden und regieren jetzt
nach der Absetzung und Ausgrenzung der Gülenisten von der Macht mit der AKP zusammen und jetzt koalieren sie gegen die Kurden und gegen die demokratischen Kräfte in der Türkei. Und dann haben wir noch eine Partei, HDP. Und dann, das ist eine pro-kurdische Partei, mehrheitlich werden sie von Kurden gewählt, aber es sind auch linke Bewegung der Türkei mit dabei, Gewerkschafter sind dabei und auch viele NGOs unterstützen diese Partei. Und die haben vor 4, 5 Jahren 13% der Stimmen bekommen und bei dem letzten Parlamentswahl über 10%. Das heißt, die haben das geschafft. Diese Parlamentshürde, diese Wahlhürde ist von der türkischen Regierung oder damals vor 40 Jahren von den putschistischen Generälen für die kurdischen Parteien geschafft. Das soll dann verhindern, dass Kurden sich ins Parlament wiederfinden. Seit Jahren sagen fast alle Parteien außer MHP, AKP zum Beispiel, sagte immer in den Anfangsjahren, wir werden diese Hürde abschaffen, auf 5 oder 3% runterbringen. Das sagen auch die Kemalisten von der Republikanischen Volkspartei, CHP. Aber bis jetzt ist das nicht getan, weil sie sozusagen die Staatsideologie der Türkei das bestimmt. Kurden müssen so wenig wie möglich ans Tageslicht kommen und an Regierungsgeschäften, Parlamentsgeschäften sich beteiligen. Es gibt aber noch eine andere Partei jetzt bei den letzten Wahlen. Das war dann eine Abspaltung von MHP, von der faschistischen Partei. Und die sind auch jetzt immer noch faschistisch. Aber die sind dann in Bündnisse gegangen mit der Republikanischen Volkspartei. Und bei den Kommunalwahlen haben sie so, zum Beispiel die mit Unterstützung der Kurden auch, die AKP in den Metropolen verjagt. In Ankara, in Istanbul, in Izmir, in Adana, in Mersin, viele Städte an den Küsten. Warum die AKP dann eine Wieder- und Neuwahl wollte? Das war dann in Istanbul zum Beispiel, das ist die Metropole. Erdogan sagte, wer Istanbul regiert, regiert die Türkei, ist auch so. Wirtschaftlich ist sehr stark und von der Bevölkerungszusammensetzung ist auch so. Über 15 Millionen Menschen leben dort. Wie viele Kurden in Istanbul? Wie viel schätzt man etwa? Denke ich ein Viertel, aber offiziell sagt man, Erdogan sagt das und auch die anderen Parteien sagen so mindestens 3 Millionen. Aber also eine sehr große Zahl, aufgrund der Vertreibung der letzten Jahrzehnte. Und bei der Kommunalwahl hat HDP zum Beispiel Kandidaten in den kurdischen Gebieten aufgestellt, aber in den türkischen Gebieten haben sie dann zugunsten der CHP keine Kandidaten aufgestellt. So konnte zum Beispiel deswegen auch die Bürgermeister von AKP verjagt und an deren Stelle CHPler kommen. 2016 gab es einen Putsch, wenn wir die Folie 20 uns anschauen, für den die türkische Regierung und Präsident Erdogan Fethullah Gülen verantwortlich macht. Er fordert die Auslieferung dieses Mannes aus den USA. Wie steht Fethullah Gülen zur kurdischen Frage? In der Türkei haben wir dann zwei große Bewegungen gehabt, die islamischen Bewegungen. Eine ist von AKP, von seinem Mentor Erbakan. Damals, seit 60er Jahren haben wir das. Das sind dann Elemente oder die Gruppe, die sich zu Muslimbruder nahe fühlt. Und gleich danach, parallel dazu, haben wir dann Gülen-Bewegung, auch seit 50 Jahren, 60 Jahren, sehr stark. Und die sind dann noch nationalistischer als die Muslimbrüder. Die setzen auf Turanismus. Turan, das sind Pan-Türkisten, aber die haben in dem Staat mit allen Parteien, auch mit den politischen Generälen nach 80 zusammengearbeitet. So konnten sich unbemerkt oder nicht so aufsehenerregend in die staatlichen Kanäle durchsickert und so haben sie viele Gouverneure unter sich gebracht und viele Polizeipräsidenten, Juristen, Richter und so. Sie das treiben. War dann eine Macht. Die Erdogan hat mit dieser Bewegung, weil er dann sehr schwach war, weil er dann
gegen die kemalistische Herrschaft vorgehen wollte, nach der Gründung der Partei, dann musste er eine Koalition, nicht benannt offiziell, aber indirekt haben sie mit Gülenisten die Macht geteilt, aufgeteilt. Und dann, nachdem Erdogan gesehen hat, dass er dann sehr stark wurde, wollte er sozusagen die Gülenisten von der Macht vertreiben. Deswegen fand dieser sogenannte Putsch in der Türkei statt. Gülenisten wollten natürlich putschen, aber die Regierung wusste vorher schon Bescheid, weil sie dann die Bestrebungen der Armeeangehörigen mitbekommen haben. Dann haben sie ihre eigene Kader da reingeschickt und dann haben sie das manipuliert und vorher schon geplant und dann am 15. Juli fand dieser Putsch statt. Du sagst so genannt, weil man ja wusste, die Listen waren schon fertig, all derer, die verhaftet würden. Das heißt, auch danach, es war der Regierung bekannt, dass dieser Tag stattfinden würde. Natürlich, das war dann auch, der sagte auch 4 Tage später, das war dann ein Gottesgeschenk. Erdogan sagte höchstpersönlich. Und vorher hat man dann... Um gegen die Gegner vorgehen zu können. Ja, ja, vorher haben sie, wie du dann beschildert hast, die haben dann über 150.000 Menschen auf die Liste gesetzt. Wer in Gefängnisse kommt, wer vom Staatsdienst entfernt wird, so gingen sie dann voran. Und dann hat man auch später zum Beispiel ein sehr nahe stehender Journalist, Abdülkadir Selvi, hat gesagt, das war eine Sprachrohr von Erdogan, hat gesagt, der Geheimdienst wusste schon Februar, 6 Monate vorher Bescheid, dass die Gülenisten da putschen möchten. Deswegen haben sie sich eingeschleust und manipuliert und dann so vorzeitig diesen Putsch veranstaltet. Und so war das Gottes Geschenk für Erdogan. Dann konnte sie nicht nur gegen Gülenisten vorgehen, sondern auch gegen alle demokratischen Kräfte, gegen Gewerkschafter, gegen Journalisten, gegen säkuläre Unternehmer sogar sind sie vorgegangen und Kurden leiden natürlich auch darunter. Es sind dann über 10.000 Menschen innerhalb von 4 Jahren verhaftet. Ein Grund könnte auch gewesen sein, dass Fethullah Gülen über seine Anwälte auch ein Verfahren gegen Präsident Erdogan wegen Korruption hat anstellen lassen und dass es möglicherweise auch nicht mehr genügend Stellen, gut bezahlte Stellen im Regierungsapparat für beide Anhänger gab, für die Gülen-Anhänger wie für die AKP-Anhänger. Auch das hat sicherlich zum Auseinanderdriften dieser beiden, die einmal miteinander gegangen waren, beigetragen. Ja, das haben sie dann vor jeder Wahl haben sie sich hingesetzt und dann die Abgeordneten zahlen, die Gouverneuren, die Richter, die benannt werden, sollen zusammen verabredet. Ja. Und ab 2010 war der nicht mehr der Fall. Erdogan wollte das nicht. Und was die Gülenisten nicht erreicht haben, sich ein Nest innerhalb von Geheimdienst der Türkei zu schaffen, aufbauen. Das konnten sie nicht. Elemente waren da, aber die waren nicht an Schlüsselpositionen. Deswegen haben sie dann immer wieder vorgegangen. Und als Erdogan das abgelehnt hat, dass sie dann nicht so paritätisch ab jetzt die Posten verteilt werden, haben Gülenisten angefangen, Druck auszuüben. So zum Beispiel 2012 und 2013 haben sie mehrere vorangehen, sozusagen gegen die Regierung verübt und diese Korruptionsgeschichten mit dem Erdogan-Sohn, mit den Ministern, 4 Ministern, es waren dann die Rede von mehreren Milliarden Euro, weil die Gelder zum Beispiel aus dem Iran, weil die dann unter Embargo standen, unter Abmachungen der US-Regierung, dann mussten sie sozusagen Öl kaufen und dann Gold liefern und dann haben sie gemacht und da haben die Gülenisten die Regierung unter Druck gestellt und so wurde zum Beispiel diese Prozesse geöffnet. Kommen wir nochmal zu den letzten Ereignissen. Wenn wir die Folie 23 uns anschauen,
Ich habe diese Aufnahmen selbst gemacht bei einer Reise 2016 mit der Internationalen Ärzteorganisation IPPNW. Unser Besuch galt in Cizre, einer Stadt, die kurz zuvor zerstört worden war in Teilen. Und dieser Soldat hinderte uns daran. Das nächste Foto zeigt viele Geräte, Militärgeräte, viele Panzer aus Deutschland sind an die Türkei geliefert worden, die nun im Einsatz sind. Das war das Nevros-Fest. Wir sehen es auf dem nächsten Bild, dass ein türkischer Soldat uns hat nicht weiterfahren lassen. Das heißt, die LKWs konnten in diese Stadt, aber wir konnten nicht weiterfahren. Das heißt, wir mussten nur einen Umweg machen. Es gab Terroranschläge, und zwar auf der Folie 26, der nächsten sehen wir, blutiger Sonntag, 13.03., das war der Tag, an dem ich damals auch angekommen war, dritter Anschlag in der Hauptstadt in kurzer Zeit. Und hier sieht man oben Zahlen, am 10. Oktober 2015 102 Tote, 246 Verletzte. Am 17. Februar 2016 29 Tote, 61 Verletzte. Und dann am 13. März 2016 34 Tote, 125 Verletzte. Was kann man zu diesen Anschlägen, die ja die ganze Türkei erschüttert haben, sagen? Ist die Urheberschaft geklärt? Wer steckt dahinter? Das Land war ja wirklich schwer traumatisiert durch diese Terroranschläge in der Türkei, vor allem hier in der Hauptstadt. Ja, dann müssen wir ein Jahr zurückkehren, 2015 zum Beispiel. Da haben wir dann bei der letzten Sendung, glaube ich, dann nochmal angesprochen. Es waren im Juni Wahlen und da hat die prokurdische HDP 13% geschafft und die AKP, die Alleinherrschaft der AKP beendet im Parlament. Ja. Und dann gingen gleichzeitig nach einem Monat dann Bomben überall in der Türkei hoch und es war Wahlkampf nochmal, weil Erdogan die Ergebnisse nicht haben wollte, unbedingt die absolute Mehrheit schaffen. Deswegen wurden zum Beispiel gegen die prokurdische HDP innerhalb von 2 Monaten über 500 Anschläge verübt. Und in Suruç war zum Beispiel im Sommer 2015, wo Brigadisten auf dem Weg zu Syrisch-Kurdistan waren, Kobane, das befreit wurde und vom IS zerstörte Stadt. Und da gingen Bomben hoch und dann über 30 Menschen mussten sterben. Und 10. Oktober 2015, das war dann eine Friedensdemonstration, veranstaltet von HDP und Gewerkschaften. Und da sind dann über 100 Menschen gestorben. Das waren die gezielten Anschläge der IS, aber mit Unterstützung der türkischen Geheimdienste. Das muss man auch benennen. Und auch danach, der hat dann offen gesagt, Erdogan hat offen gesagt, in dem Wahlkampf im Sommer bis zum November 2015, entweder Chaos oder ich. Mhm. Entweder schaffe ich 400 Plätze im Parlament oder ist das Chaos. Wir haben das Chaos erlebt, dann mussten viele Menschen fürchten, deswegen auch ein Teil der Kurden bewusst AKP gewählt, damit das aufhört. Sozusagen ein Blankoscheck gegeben, weil das sehr brutal war, was sie dann erlebt haben. Ich komme zur nächsten Folie, 27. Es gibt für den Ausgleich zwischen beiden, zwischen Kurden und Türken in der Türkei eine ganze Reihe von Menschenrechtsgruppen. Hier ein Plakat von der Menschenrechtsstiftung. Und das nächste Bild zeigt auch den Vorsitzenden des Menschenrechtsvereins des IHD, Öztürk Türkdoğan. Ich glaube, er ist Kurde. Jetzt Kurde, wie kommt er zu einem Namen, in dem gleich zweimal Türk drin ist? Weil man die kurdischen Namen, wie die kurdische Sprache in der Türkei, mit der Gründung der Türkischen Republik verboten hat. Deswegen mussten alle kurdischen Namen geändert werden. Ahmet Türk zum Beispiel, das ist eine Persönlichkeit in der kurdischen Szene, auch in der sozialdemokratischen Partei war er dann vorher im Parlament. Er war Bürgermeister in Mardin. In Mardin und der heißt mit Nachnamen Türk, obwohl er Kurde ist und das sind seine Vorfahren auch. Aber der türkische Staat hat willkürlich Namen, den Sippen geändert und dann gegeben.
So hat auch Öztürk Türkdoğan zweimal Türk in den Namen. Aber das haben wir dann auch hier in Deutschland leider erfahren. Zum Beispiel bis 2000 hatten wir in Deutschland auch diese Namenslisten der türkischen Regierung bei den türkischen Konsulaten, nicht nur auch bei den deutschen Standesämtern. Wenn ein Kurde, ein neu geborenes Kind, da einen Namen geben wollte, hat man die Namensliste von der Türkei auf den Tisch gelegt. Du musst einen von diesen Namen wählen. Von den türkischen. Das waren reine türkische Namen. Und dann haben wir das zum Anlass genommen. Das war dann willkürlich überall. Armenische kenne ich dann zum Beispiel Familien. Die wurden auch so behandelt. Die mussten rein türkische Namen. Dann haben wir dann damals angefangen, uns sowohl mit Innenministerium, damals war dann Schiller, sowohl mit Fischer, Außenminister damals, uns kommuniziert und dann gesagt, wir möchten das geändert haben. So haben wir dann eine Kampagne gestartet und dann uns an die Landesinnenminister gewandt. Und außer Bayern haben wir dann Unterstützung von 15 Innenministern gehabt und auch vom Bundesinnenministerium und Außenministerium. Dann haben wir dann eine Namensliste zusammengestellt, als Buch herausgegeben, an alle Standesämter freiwillig dann geschickt und dann Innenministerium, jeder Innenministerium hat dann ein Dekret oder ein Rundschreiben an die Standesämter. Seitdem können wir außer Bayern kurzen Vornamen dann an die Neugeborenen geben. Immerhin ein großer Fortschritt. Ja. Ein weiterer Partner ist die Menschenrechtsstiftung in Form von dem Generalsekretär auf der nächsten Folie Nummer 30. Das ist Dr. Metin Bakalci. Und er hält hier ein Plakat in die Hand, was noch einmal in der nächsten Folie als Vergrößerung zu sehen ist. Es hat 2015 vom August bis zum 5. Februar 2016 Ausgangssperren gegeben in den rot bezeichneten Flächen. Das sind die Hauptsiedlungsgebiete der Kurden. 224 tote Zivilisten, 142 Tote allein im Zeitraum Dezember 11. bis 5. Februar 2016. Da noch einmal aufgeschlüsselt für Kinder, Frauen und Menschen über 60 Jahren. Das nächste Bild zeigt die Gewalt bei den Zusammenstößen 2002 bis 2015. Ab 2002 bis zum Jahre 2015. Und was für mich das Spannendste ist, also man sieht die grünen Säulen, die getöteten türkischen Soldaten und Polizisten. Rot sind die Militanten, das heißt die PKK, ja. Die ja hier als Terrororganisation noch vom deutschen Bundestag bezeichnet sind. Es sind die Zivilisten blau und rechts noch einmal die Säule. Und zwei Jahre stechen hervor, 2008 mit 740 Toten insgesamt und 2012 mit fast 800. Und was das Spannende ist, 2013, 2014 ist quasi dieser türkisch-kurdische Konflikt nach, glaube ich, damals 40.000 Toten quasi zum Ende gekommen. 2013 sieht man gar kein getöteter Zivilist mehr, 2014 noch einen. Was führte dazu, dass die Gewalt auf einmal so aufhörte? Dann muss ich dann sagen, es gab immer wieder sozusagen die kurdische Bewegung, die PKK war immer bereit, das Kurdenproblem, die Kurdenfrage mit friedlichen Mitteln zu lösen. Deswegen haben sie zum Beispiel erstmal im Jahre 1993 mit damaligen Staatspräsident Özal die ersten Verhandlungen begonnen. Und da war auch eine relative Ruhe. Da war Ruhe und die Bevölkerung war auch damit einverstanden, sowohl die türkische als auch kurdische. Aber durch eine Provokation hat man Leute in die Reihen der PKK eingeschleust und dann über 30 türkische Soldaten ermordet und dann kam dann Ende dieses Prozesses damals. Und auch in den 2000er Jahren hat Erdogan sozusagen immer wieder vor den Wahlen Verhandlungen mit der PKK aufgenommen. Es waren Gespräche in Oslo zum Beispiel oder in
Irakisch-Kurdistan in den 2009, 10, 11. Und dann da führte das nichts. Und dann zuletzt hat man dann angefangen, direkt mit Öcalan zu verhandeln. Das war dann aus dem Gefängnis heraus. Und so kam das im Januar 2013, die ersten Verhandlungen. Wir haben auch bei den Bildern Selahattin Demirtas zum Beispiel, den Vorsitzenden und Co-Vorsitzenden vom HDP, gesehen. Der war im Auftrage der Regierung auf Gefängnisinsel Imralı bei Öcalan. Die haben dann verhandelt, auch mit den Regierungsdelegationen. Und die Ergebnisse wurden in die Berge nach Irakisch-Kurdistan gebracht. So hat man sich dann gegenseitig genähert. Und wir hatten in diesen zweieinhalb Jahren eine relative Ruhe in den kurdischen Gebieten, auch in der Türkei allgemein. Und es gab auch viele Diskussionen über das Kurdenproblem, über die Kurdenfrage. Es wurden in jeden Städten Veranstaltungen durchgeführt. Die türkische Regierung hat so über 70 Fürsprecher für die friedliche Lösung der Kurdenfrage ausgesucht. Einige Kurden darunter, zum Beispiel Öztürk. Türkdoğan war mit dabei und viele andere Wissenschaftler, Politiker, Menschenrechtler, Gewerkschafter, die haben Ort zu Ort gegangen und dann erläutert, was sie denn möchten. Dialogforen, kann man ja sagen. Ja, Dialogforen. Und die Ergebnisse waren sehr positiv. Ja. Alle waren auch in den rein türkischen Gebieten, in Hochburgen der faschistischen Partei, war die Mehrheit der Bevölkerung mit der Lösung der Kurdenfrage einverstanden. Aber deswegen war die Gewaltspirale ist auf dem Nullpunkt angekommen. Dann fand aber diese Parlamentswahlen 2015 statt, im Juni. Nachdem HDP diese 13% erreicht und absolute Mehrheit der AKP beendet hatte, hat Erdogan gesagt: Dieser Friedensprozess schadet mir als Partei, deswegen werde ich das zu beenden. Und nach einem Monat sowieso hat er das beendet. Innerhalb von einem Jahr wurden über 10 Städte in kurdischen Gebieten regelrecht niedergemacht, die Bevölkerung um die 1 Million Menschen vertrieben, hunderte Tote. Die wurden lebendig in den Kellern verbrannt. Und ihr wart auch Zeuge, Gisela kenne ich und dich kenne ich. Ja. Und ihr wart vor Ort und dann auch diese Eindrücke habt ihr gesammelt. Das war wenige Tage, können wir uns noch mal anschauen auf den Folien 33 folgende, in der Stadt Cizre. Nachdem eben Jugendliche wohl der PKK Straßenbarrikaden gebaut haben, um die türkische Armee auch abzuhalten, hat diese dann die Stadt umstellt und in mehreren Tagen, auf den nächsten Fotos können wir jetzt mal durchklicken, Zerstörungen angerichtet, die an Bürgerkrieg erinnern. Und dort lebten Menschen. Dort lebten Menschen, viele machten sich auf den Weg und mussten fliehen. Vielleicht können wir bei diesem Foto mal stehen bleiben. Weiß man, wie viele Menschen aufgrund dieser Kampfhandlungen, die 2016 im März stattgefunden haben, aus den kurdischen Gebieten fliehen mussten? Da gibt es Zahlen von Menschenrechtsstiftungen und vom Menschenrechtsverein. So die Zahl ist um die 1 Million Menschen. Aus Sur, von die Altstadt von Diyarbakır, aus Cizre, Nusaybin, und Varto, es sind dann 10 Städte und dann über 1 Million Menschen mussten fliehen. Und sie können zum Teil jetzt immer noch nicht zurückkehren. Zum Beispiel in Sur, bei Diyarbakır, in der Altstadt von Diyarbakır, dürfen die Kurden nicht mal ihr Grundstücke, ihr Haus da wiederfinden. Da wurden dann regelrecht ausradiert und jetzt sind sie verurteilt in den Hochhäusern zusammen zu leben, und das ist auch, die Miete ist sehr hoch und die haben kein Einkommen. Schauen wir mal nach den Hoffnungsträgern in der türkischen Gesellschaft. Da ist zum Beispiel die Anwaltskammer, deren Schild wir hier sehen, auf 42. Was ist das für eine Zusammen
Entschließung von Rechtsanwälten. Was machen die? Was macht die Anwaltskammer in der Türkei? Das sind Schutzorgane der demokratischen Bewegung in der Türkei. Zum Beispiel der Menschenrechtsverein wurde in den 80er Jahren gegründet, in den Kriegsjahren, wo sehr viele Menschen getötet und die Bevölkerung drangsaliert wurde. Da wurde das, weil auch viele Menschenrechtsverletzungen stattfanden. Kann man sich vorstellen, ein Staat erstellt Listen im höchsten Organ des Staates, im Nationalen Sicherheitsrat, wo die Regierung mitsitzt und wo Militär mitsitzt. Da wurden regelrecht Namenslisten der kurdischen Aktivisten, nicht nur Unterstützer der kurdischen Bewegung, sondern auch zum Beispiel Menschenrechtler darauf standen, Unternehmer waren auf dieser Liste und dann Juristen, Journalisten, viele Journalisten. Innerhalb von 3 Jahren wurden 17.000 Menschen mit extra legalen Methoden auf der Straße in den kurdischen Gebieten hingerichtet. In welchen Jahren etwa? Das war dann 89 bis 94. Bis 94, da war der Höhepunkt, glaube ich. Höhepunkt, da sind dann. Deswegen gehen auch seitdem die Mütter der verschleppten, getöteten Menschen in Istanbul treffen sich auf die Straße und die nennen sich Samstagsmütter. Die suchen Überreste der getöteten Angehörigen, ihre Kinder. Ja. Aber der Staat gibt nicht mal die Überreste der getöteten, mit verschleppten und von der Regierung ermordeten. Das heißt, die Menschen. Gewalt kam zurück, nachdem sie 2013/14 zu Ende war. Ja. Es hat dann auch die Tötung von 2 türkischen Soldaten gegeben, denen die Kehle durchgeschnitten wurde im Osten der Türkei von wohl PKK-Anhängern. Es hat wieder ein Neuaufflammen der Kämpfe insgesamt gegeben. Aber da möchte ich dann noch einen Satz. Die Regierung hat das so gesagt und die PKK hat das auch fälschlicherweise, denke ich, dann übernommen. Aber nach einem Jahr hat sich herausgestellt, dass diese beiden Polizeibeamten wurden von der türkischen Regierung oder von Geheimdienst in Zusammenarbeit mit IS hingerichtet. Aber zunächst mal damit hatte PKK das eine Provokation, sogar ja, das eine war dann, Anerkennung gegeben. Und das, ja, das war dann, ja, so, das war der Anlass, in dem Sinne, ja. Offizieller Anlass, ja. Um diese Offensive gegenüber den kurdischen Städten, das waren die Hochburgen der kurdischen Bewegung, der HDP, und so wollte man sich rächen. Zu den Hoffnungsträgern gehört für mich auch die Ärztekammer, hier bei einer Delegation der Ärzte gegen Atomkrieg. An der Wand steht, an Gesundheit und Freiheit kann man nicht sparen, das Motto. Ärzte, die oft sagen, wir helfen, wir haben einen sehr hohen Verbrauch an Psychopharmaka, Menschen, die diese Bombardierung ausgesetzt waren in Sur, wie du sagst, oder in Cizre, aber die zumindest in der Lage sind, auch den Menschen zu helfen und alles in ihrer Macht Stehende zu tun, medizinische Versorgung zu leisten, wenn es zu Kämpfen gekommen ist. Innerhalb der kurdischen Bewegung spielt die nächste Folie eine große Rolle. Es ist der Demokratische Volkskongress. Was ist das für eine Institution innerhalb der kurdischen Bewegung? Das wurde dann vor 10 Jahren gegründet, so ungefähr vor 10 Jahren. Da sind die Zivilgesellschaft in der kurdischen Bevölkerung mit dabei. Das sind dann viele NGOs, viele Persönlichkeiten darunter. So wollte man zum Beispiel der kurdischen Bevölkerung eine Stimme geben, auf der offiziellen Ebene, legalen Ebene. Weil wenn man sich in der kurdischen Parteien bewegt, dann wird man als Terrorist abgestempelt. Also da sind Unternehmer mit dabei. Viele Jahre lang hat den Vorsitz Ahmet Türk gehabt. Der besagte Bürgermeister von Bürgermeister, Mardin, ja. Einer Stadt mit fast 1 Million inzwischen. Ja. Und das ist dann sozusagen, ja. Eine Zusammensetzung der kurdischen Bevölkerung, Zivilbevölkerung mit vielen NGOs, mit vielen Vereinen, Verbänden, Kammern, fast alle Kurdischen in den kurdischen Gebieten sind da vertreten. Ich habe Ahmet Türk übrigens selbst besucht und kennengelernt. Es hat mich besonders verwundert, dass er als
gleichberechtigte Bürgermeisterin eine Christin von ein, vor Ort ja. eingesetzt hat, oder beziehungsweise Assyrerin, ja. Weil insgesamt das Modell in den kurdischen Städten ist, immer ein Mann und eine Frau gleichberechtigt teilen sich den Bürgermeisterposten oder den Bürgermeisterinposten. Das war dann auch bei den letzten Wahlen so und jetzt davor auch. Das ist auch ein Grund für die Angriffe der AKP-Regierung, weil man möchte nicht in der kurdischen, in der türkischen Gesellschaft, dass Frauen sich in der Öffentlichkeit bewegen, Ämter verkleiden, übernehmen, als Zeichen, als Symbole da gelten. Deswegen hat man das negiert und dann gesagt, nee, das werden wir nicht anerkennen. Und deswegen sitzen auch viele jetzt im Knast. Es gab ja kurzzeitig diese Öffnung und es gab auch in Diyarbakir einen Lehrstuhl für Kurdologie. Gibt es den noch? Das war ja auch ein Zugeständnis letztendlich der türkischen Regierung an die Eigenständigkeit der Kurden. Das wurde abgeschafft. Das war dann im Zuge des Friedensprozesses damals und das wurde dann jetzt abgeschafft. Und damals haben Kurden Privatschulen eingerichtet, wo sie Grundschüler Kurdisch beibringen wollten. Die existierten 2 Jahre lang und seit 2016 wurden sie stillgelegt und jetzt haben sie dann nicht mal einen Kindergarten, nicht mal ein Klassenzimmer. Das ist eine lange Geschichte des kurdisch-türkischen Konfliktes mit Auf und Abs. Wer dazu beitragen könnte, dass es wieder besser wird, dass wir auf 47, zum Beispiel dieser Fernsehsender EMC, wir sehen die beiden Redakteurinnen, die auch erzählt haben, als sie mit Can Dündar, der jetzt hier in Deutschland als prominenter Exilant ist, ein Interview machten, wurde ihnen die Frequenz abgestellt, weil es sollte nicht berichtet werden, was er damals publik macht über Cumhuriyet, dass eben der türkische Geheimdienst Waffen nach Syrien geliefert hatte. Aber trotzdem, diese beiden Frauen sind für mich auch stellvertretend für die Presse, für diejenigen, die noch mutig auch in der Türkei sind, als Türkinnen und Türken, und immer wieder sagen, wir brauchen einen Ausgleich. Die kurdische Frage ist so lange nicht gelöst, wie wir nicht in Koexistenz friedlich miteinander leben. Aber wir können auch sagen, zum Beispiel, wir hatten ja immer wieder von der Regierung kontrollierte Presse, Medienlandschaft in der Türkei, aber trotzdem gab es kritische Stimmen. Seit diesem sogenannten Putsch 2016 wurden alle kritischen Stimmen mundtot gemacht. Die sitzen entweder im Knast, im Gefängnis oder sind sie nach Ausland, nach Europa geflüchtet. Und Erdogan kontrolliert jetzt 95% der türkischen Medienlandschaft. Medien, das nächste Bild zeigt einen Zeitungsausschnitt mit der Überschrift Friedenslösung gefordert, Newroz in Diyarbakir, kurdisch Ahmet. Warum hat das Newroz-Fest, wo da in Diyarbakir manchmal bis zu 1,5 Millionen Menschen zusammengekommen sind, eine solche Bedeutung? Ich habe mir sagen lassen, dieser Schmied, Kava, ja. Kava, vielleicht erzählst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern etwas vom Mythos oder auch von der Geschichte dieses Newroz-Festes und was dieser Schmied Kava für eine Bedeutung für das Kurdentum hat. Schmied Kava, der war dann ein einfacher Mensch, der hat dann bemerkt, dass Unzufriedenheit in der Bevölkerung da ist. In welchem Jahr spielen wir? 2600 Jahren damals und seitdem feiert man diesen Tag, Newroz-Fest, aber nicht nur bei Kurden, sondern auch bei den iranischen Völkern. Ist sehr verbreitet und wird am 21. März jedes Jahres gefeiert. Aber die Kurden haben das in den letzten 100 Jahren, 200 Jahren, das als Zeichen des Widerstandes benutzt, gesetzt für die Hoffnung, für die Zukunft. Wir sind da, wir sind nicht geschlagen, wir möchten unsere Rechte erhalten. Deswegen gehen jedes Jahr Hunderttausende Menschen in Diyarbakir, in allen Städten Kurdistans, auch in anderen Teilen von Kurdistan auf die Straße und dann setzen ein Zeichen für die Rechte der Kurden und für die Friedliebigkeit der kurdischen Bevölkerung. Und der Mythos ist wohl, dass dieser Schmied Kava vor 2500 Jahren einen Diktator getötet hat, der Menschenopfer, die Kinder der Kurden gefordert hat und damit letztendlich diese Tötungen beendet hat. Ja.
Folie 50. Die Türkei spielt für die gesamte Region eine überragende Rolle bezüglich der Wasserversorgung. Es gibt ein GAP-Staudammprojekt, ich glaube 20 Staudämme. Und wir sehen hier Hasan Cave, ein Staudamm, wo, wir sehen es auf der nächsten Folie, inzwischen dieser kleine Fluss es wurde ein See aufgestaut, dessen Spitze dort, wo der Turm zu sehen ist, steht. Das heißt, die Stadt musste umgesiedelt werden. Das heißt, letztendlich hat die Türkei über Tigris und Euphrat es in der Hand, wie viel Wasser nach Syrien und nach Irak geht. Was hat dieses Staudammprojekt aber noch auch an Auswirkungen für die kurdische Frage? Die türkische Regierung zeigt, das ist dann dieser GAP-Projekt, existiert seit über 30 Jahren. Aber was neu ist, dass die AKP beschlossen hat, fast über jedem Bach, über jeden Fluss einen Staudamm zu errichten. Nicht wegen dem Energiebedarf. Das ist natürlich, das spielt auch eine Rolle, aber hauptsächlich, um die Wege der Kurden, der kurdischen Kämpfer zu schneiden in den Bergen, hauptsächlich. Und da wird zum Beispiel eine Altstadt, die eine Geschichte von 11.000 Jahren hat, das Weltkulturerbe. Weltkulturerbe wird jetzt vor Augen der Weltöffentlichkeit vernichtet, ins Wasser gesetzt. Mit Wasser überflutet. Überflutet, und da macht man nicht. Zum Beispiel da, als IS viele Teile in Syrien kontrollierte, hat man den Wasserzufluss nicht begrenzt. Aber nachdem Kurden die kurdischen Gebiete befreit und unter Kontrolle gehabt haben und IS besiegt haben, hat die Türkei angefangen, Wasserzufuhr zu begrenzen, damit zum Beispiel diese Staudämme, die dann für Energieerzeugung da waren, dann nicht arbeiten können. Folie 53 möchte ich gerne aufrufen. Sie zeigt die Unterstützung der Bundeswehr für die Türkei. Der Patriot-Einsatz ist beendet, der Tornado-Einsatz ebenfalls. Die Flugzeuge wurden ja nach Jordanien geschafft, aber noch immer sind in den AWACS-Flugzeugen deutsche Soldaten. Wie beurteilst du insgesamt die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei und die Auswirkungen für die Kurdenfrage? Seit Anfang an, es gab dann seit fast 200 Jahren eine enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Türkei, angefangen bei den Osmanen, aber auch in der Republikzeit. Und jetzt seit 30, 40 Jahren ist das noch intensiver geworden. Nicht nur militärische, sondern auch polizeiliche Zusammenarbeit, geheimdienstliche Zusammenarbeit. Und es wurden in mehreren Milliarden Euro Waffen an die Türkei entweder verkauft oder verschenkt. Vor 30 Jahren zum Beispiel, die Bestände von DDR wurden an die Türkei verschenkt. Wenn man einem kriegsführenden Land Waffen liefert, dann ist man mitverantwortlich über die Willkür, was dort geschieht. Und das hat die Bundesregierung. Ich kann mich erinnern an Medico International, die eine Anklage gegen die Bundesregierung gestellt haben wegen Beihilfe zum Völkermord. Und die Kriegswaffen oder die Waffen, die dann von Deutschland in die Türkei geliefert worden sind oder verkauft oder verschenkt worden sind, werden jetzt in Syrisch-Kurdistan gegen Kurden eingesetzt. Im letzten Jahr in Afrin haben wir dann Bilder von Leopard-Panzern gesehen und jetzt sehen wir das in Ras Ulain, in den anderen Gebieten. Auch. Das heißt, die nächste Folie heißt Stopp den Kreislauf der Gewalt in der Türkei, ein Aufruf unter anderem vom Internationalen Versöhnungsbund, Connection e.V., eine Organisation für Kriegsverweigerer, dem Bund für soziale Verteidigung. Du bist selbst auf der Folie 55 ist es zu sehen, Gründungsmitglied einer Gruppe, die nennt sich Dialoggruppe für Türkei-Kurdistan, ein Dialogkreis. Was hat euch damals bewogen, 1995 diesen Kreis zu gründen? Und ich darf vielleicht ein paar Namen mal nennen. Dabei waren, als dieser Kreis gegründet wurde, als Erstaufrufer Franz Alt, Klaus Bettnatz, Andreas Buro, Günter Grass, Jürgen Habermas, Inge und Walter Jens, Horst Eberhard Richter und viele andere Prominente. Du warst von Anfang an dabei. Was hat diese Verständigung hier in Deutschland zwischen
Türken und Kurden bewirken können. Was waren deine Erfahrungen in all diesen Jahren? Ja, wir haben damals 1995, da tobte der Krieg in der Türkei, im kurdischen Gebiet. Und dann wollten wir dann von hier aus ein Zeichen setzen. Und weil auch die Bundesregierung sehr eng mit der türkischen Regierung damals arbeitet und jetzt immer noch, da wollten wir dann Zeichen setzen. Und dann haben wir diesen Appell vorbereitet. Innerhalb von einer Woche haben wir dann über 150 Personen, namhafte Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Politik dazu gewonnen. Und dann haben wir angefangen, als Zielsetzung einen Dialog zwischen Kurden, Türken und Deutschen auf die Beine zu stellen. Wir hatten vier strategische Forderungen und Ziele genannt. Einmal den Appell, was wir dann damals geschrieben haben, in Europa auszuweiten und mit den NATO-Staaten in Kommunikation stehen, damit sie dann diese Zusammenarbeit beenden, damit sie auch für die friedliche Lösung der Kurdenfrage sich einsetzen. Und wir wollten durch runde Tische Türken, Kurden und Deutsche zusammenbringen, weil die Auswirkungen des Krieges in der Türkei auch hier spürbar waren und jetzt immer noch sind. Proteste auf Autobahnen, brennende Reifen, was dann, und dann auch zur PKK. Auch jetzt, und auch Demonstrationen, ja, und dann, das wollten wir dann verhindern und so einen Dialog schaffen. Aber da haben wir dann gesehen, dass die türkischen Medien eine negative Rolle, eine unheilige Rolle spielen, immer noch, auch jetzt immer noch spielen. Zum Beispiel, wir haben dann viele Kampagnen, viele Symposien, Konferenzen durchgeführt, bei denen alle, was du dann vorhin genannt hast, ja, zum Beispiel, wenn man den Günter Grass als Unterstützer des Terrorismus besichtigt, und von einer Zeitung, die hier in Frankfurt erscheint, in Deutschland, wenn Cem Özdemir als Terrorist oder Unterstützer, ja, der Terroristen abgestempelt wird, oder Claudia Roth als Hure beschimpft wird, oder viele andere, Andreas Burro und ich namentlich sowieso fast, ja, in jeder Ausgabe. Und das hat dazu geführt, dass die türkischen Kreise hier in Deutschland sich von uns abgekapselt haben, weil sie Angst hatten, sobald sie denn mit über Kurdenfrage sich austauschen, von der türkischen Presse aufgegriffen und als Unterstützer des Terrorismus besichtigt werden. Deswegen konnten wir leider unter der türkischen großen Verbänden nicht so viele zu diesem Dialog gewinnen. Aber wir haben versucht, ein Zeichen von hier aus in die Türkei zu setzen. Was wir dann gemacht haben, zum Beispiel 2005, damals war Erdogan Ministerpräsident in Diyarbakır, der sagte, ja, wir haben ein Kurdenproblem und das werde ich dann lösen. Daraufhin, das war dann im August, daraufhin hat PKK Waffenstillstand verkündet zum 1.9. Und dann haben wir angefangen wieder noch einen Appell zu machen und dann haben wir 140 europäische Persönlichkeiten dazu gewonnen und Anzeigen in FAZ, in Le Monde zu starten. Daraufhin wurden wir von diesen türkischen Tageszeitung Hürriyet, im Logo steht Türkei den Türken zum Beispiel, erscheint immer noch hier, und über zwei Monate vom September bis November fast jede Woche angegriffen. Mhm. Und das war dann für die türkische Seite, die zu bereit viel waren zu einem Dialog, eine Wegsperre und eine Blockade. Dennoch, du warst 2002 bei damals dem AKP-Vorsitzenden Erdogan persönlich auch in der Delegation gewesen. Und wenn man sich nochmal anschaut, 1957, Andreas Burro, der leider verstorben ist, hier mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Dr. Ruprecht Polenz, und Dr. Herbert Schnurr vom Innenminister NRW. Hi, Anke. Ich möchte jetzt noch 61 aufrufen, die Bürgerinformation türkisch-kurdischer Krieg. Es ist höchste Zeit für eine politische Lösung, auch, ich weiß nicht, einer sehr hohen sechsstelligen Auflage und das Volk gebracht. Das war dann innerhalb von wenigen Wochen über 100.000 Auflagen. Und dann wurden auch der
Aufruf in den verschiedenen Tageszeitungen als von den kommunalen Zusammenhängen als Anzeige gestartet. Nicht nur bei Frankfurter Rundschau, die wir dann gestartet hatten, sondern auch. Auf der Seite 67 sieht man noch einmal einen Überblick über diese Dialogbroschüren zu sehr verschiedenen Themen. Europäische Initiative auf dem Kurdenweg. Ihr habt wirklich einiges probiert, auch mit den fortschrittlichen türkischen Kräften zusammen. Und 68 dann nochmal Bücher, die du herausgegeben hast, die du selbst geschrieben hast, zur kurdisch-türkischen Frage. Was ich immer wieder sehr geschätzt habe an dir, du bist nicht nur ein Mann der Worte, du bist ein Mann der Tat. 69 sieht man, wo ihr für Rojava hier für Opfer des Terrors des Islamischen Staates mit mehreren LKWs, die nächsten Bilder des Zeigens, diese Menschen versorgt haben, den Kindern zu essen gebracht, Decken, Medikamente, Babynahrung, um hier zumindest das Mögliche zu tun, vielleicht bis 75 können wir einmal zeigen, auch eine Schule, die ihr eingerichtet habt, wo jetzt Kinder unterrichtet werden. Und auf Folie 76 sieht man dich noch einmal auch, wie du diesen Transport begleitet hast. Ich möchte jetzt zum Schluss noch einmal aufrufen, die Folie 81. Protest in Berlin, wir sind hier wenige Meter von entfernt, gegen den Bau einer Panzerfabrik durch ThyssenKrupp. Die Überschrift der Süddeutschen Zeitung auf 82 sagt es, die Türkei ist der falsche Partner, wenn es um die Lösung insgesamt dieser Fragen geht. Denn, so zeigt es die nächste Folie, wer Panzer liefert, wird irgendwann Flüchtlinge bekommen. Auch in der Türkei, so zeigt es die nächste Folie, gibt es Kriegsverweigerer. Es gibt viele mutige Menschen. Und die Folie 86 zeigt, es genügt nicht, dass die Kanzlerin nur du zu Herrn Erdogan sagt, sondern es braucht einen Klartext und ein Eintreten für die Menschenrechte. Ich komme zum Schluss und möchte Folie 90 aufrufen. Die Forderungen des Dialogkreises ist, es ist in unser aller Hand, den Frieden möglich zu machen. In den türkischen Gefängnissen wird gefoltert. Die türkische Regierung hat erneut das Militär in Syrien einmarschieren lassen und missachtet die Rechte der Menschen und der Bevölkerung. Wir können angesichts dieses Unrechts nicht schweigen, denn diese Verbrechen wären nicht möglich ohne Unterstützung auch durch die deutsche Regierung. Denn die Panzer, die erneut die syrische Grenze überquert haben, sind auch deutsche Panzer. Denn die Mittel, mit denen die Würde derjenigen gebrochen werden soll, die für unser aller Würde eintreten, stellt auch Deutschland bereit. Die Bürgschaften, Hermes-Bürgschaften und andere, mit denen die Wirtschaft geölt wird, der die geflohenen Akademiker, Intellektuellen, Studierenden, Frauendemokraten fehlen, sind auch deutsche Bürgschaften. Die Unterzeichner am 21.10.19, ein Schriftsteller, Ärzte, Vertreterinnen, du selbst warst auch mit dabei und viele andere. Sie können im Internet auf der Dialogseite auch diesen Aufruf unterzeichnen. Und ich freue mich, dass du heute mein Gesprächspartner zum zweiten Mal gewesen bist. Danke. In einer sehr ernsten Angelegenheit, die kurdisch-türkische Frage ist offen und es braucht Unterstützung aller Menschen auf beider Seiten, die hier für einen Ausgleich sorgen, dass die Gewalt beendet wird, ein Waffenstillstand möglich, dass das Blutvergießen, das so schon viele Menschen gekostet hat, endlich beendet wird. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Danke.